Hallo zusammen, hier ist wieder Ocella und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Phase 3, der Prophet. Und für dieses Achievement müssen wir Prophet Skitra bezwingen, nachdem wir insgesamt drei Jünger des Propheten besiegt haben. Hört sich einfach an, ist es eigentlich prinzipiell auch. Ihr müsst am Anfang einen Mob besorgen, und zwar einen Jünger des Propheten. Und der befindet sich hier ganz oben im Eck. Hier seht ihr das mal auf der Map. Und den, ja, zieht am besten ein Tank zum Boss. Vorher solltet ihr natürlich diesen Vorraum komplett clearen, also den Bossraum komplett clearen und den Raum davor, dass der Tank einfach diesen einen Mob von ganz oben nach unten ziehen kann. Und ihr seht, sobald der beim Boss ankommt und in den Boss pullt, ist es so, dass dann noch zwei weitere von diesen Mobs erscheinen. Die klopft ihr um und dann spielt ihr den Bosskampf komplett normal runter, haut den Boss am Ende um. Und zack, da ploppt das Achievement auf. Mehr ist es tatsächlich nicht, ja. Ihr könnt natürlich Cooldowns und HT für diese Mobs ziehen. Sonderlich stark waren sie jetzt bei unserer Gruppe nicht. Wir hatten eine relativ gut gegierte Gruppe, da ist es im Cleave eigentlich untergegangen. Wenn ihr jetzt vielleicht nicht so krass equipped seid, zieht dafür CDs, haut die schnell weg und dann spielt den Boss nochmal runter. Ja, das war's für den kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, könnt ihr mich gerne positiv bewerten. Und ja, wenn ihr wollt, schaut ihr gerne wieder beim nächsten Mal rein. Euer Tela, bis dann. Ciao.